Trickfilmfiguren, ganz wichtiges Thema. Anime auch. Ja. Da bist du ja der Experte, Volker. Insofern. Ja, genau, das war, weil wir auch natürlich ist SpongeBob eine große Sache. Du hast ja auch hier gleich mit der kleinen Kostprobe davon angefangen. Allerdings ist es da ja so, dass wir da aus einem Grund bestimmt nicht ganz so ausführlich drüber sprechen wollen heute. Ne? Genau, SpongeBob machen wir auch die Juli-Ausgabe von Asynchron und da wirst du noch ein extra Interview zu geben. Deswegen. Dann können wir da ein bisschen ausführlicher werden. Ja. Aber genau. Trotzdem, ist es die, auf die du am meisten angesprochen wirst? Und natürlich von Kindern, denke ich mal. Ja. Schon. Ist, glaube ich, ganz eindeutig so. Also es war vor Jahren eben dieser Steve Urkel hier damals, alle unter einem Dach. Und eben seit wir den SpongeBob machen, ist es der SpongeBob. Das sind die prominenten Rollen. Aber zum Beispiel seit vielen, vielen, seit über 30 Jahren, glaube ich, mache ich ja hier beim Winnie Pooh das kleine Ferkelchen, Piglet auch, ne? Mhm. Unter anderem die ganzen Folgen für die TV-Serien und eben auch die Kinofilme. Überall, wo das Ferkelchen vorkommt und Deutsch spricht, bin es in der Regel ich. Aber wie entwickelt man denn am Ende so die Stimmlage und wie genau denn diese Figur gesprochen wird? Machst du da so verschiedene Vorschläge? Ich spreche mal ein bisschen heller, ich spreche mal ein bisschen schräger oder ja, wie ich vorhin eigentlich schon sagte, das Original hört man sich an und ich orientiert bemühe mich eigentlich, das Original zu bedienen. Okay. Oft haben wir auch hier bei den englischen oder amerikanischen Produktionen Supervisor da von den Produktionen, die oft auch gar nicht des Deutschen mächtig sind, der deutschen Sprache, aber die eben die Stimme hören und den Sprachduktus und die dann immer kommen und sagen, please, very close, very close. Das heißt, die wollen, dass man möglichst dicht am Original ist. Und darum bemühe ich mich eigentlich auch, dass ich höre in den Originalton rein und versuche dann die Stimme oder auch die Stimmführung zu übernehmen, so Sprachbögen. Puh, Bär, der Wald ist schon dunkel und dann kommt die Heffalumps, du liebe Güte. Schön, ja. Das kleine Ferkelchen, ne? Ist die Stimme dann irgendwie nach ein paar Stunden denn auch, ist die belastet, wenn man das kann man muss? Nicht 8 Stunden oder 10 Stunden am Stück machen. Nee. Ja. Wie lange kannst du das durchhalten? Na, so einen halben Tag. Haben damals angefangen, wo haben wir das gemacht? Bei der Interopa, glaube ich, in Berlin. Die DuckTales. Mhm. Und da habe ich mit 2 Kollegen zusammen, wir waren die 3 Neffen vom Donald, Tick, Trick und Track. Mhm. Und waren 3 Jungs, jeder hatte eine von den 3 Figuren. Und dann wurde von der Synchronfirma so disponiert, einen Tag lang, den ganzen Tag hier die 3 Neffen, Tick, Trick und Track, und dann einen Tag lang hier Onkel Dagobert. Das war damals in Berlin vom Schiller-Theater der Hermann Ebeling. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, sowohl er als Onkel Dagobert, als auch wir mit Tick, Trick und Track, weil wir halt eine Charge, wir sprechen nicht mit der normalen Stimme, dass das viel zu anstrengend ist, dass wir das nicht den ganzen Tag durchhalten. Und dann war die Regelung so, dass das immer gesplittet wurde. Meinetwegen Onkel Dagobert vormittags und wir dann am Nachmittag oder umgekehrt, sodass wir immer jeweils einen halben Tag hatten. Und das ging dann wunderbar. Mhm. Und heute beim SpongeBob ist es so, dass wir halt gucken, ja, so 3-4 Stunden und dann vertagen wir, ne? Ja, aber wie wir ja schon vorhin gesagt haben, jeder einzeln, also das werden alle deine Texte werden quasi abgehandelt dann. Wie viele Folgen schafft man in 3-4 Stunden? Das ist schwer zu sagen, weil wir ja nicht chronologisch arbeiten, ne? So, beziehungsweise okay, als wir auch oder mit den Kollegen Takes zusammen noch aufgenommen haben, da wurden an einem Tag dann eben die ganzen Szenen mit Patrick gemacht, dann mit Mr. Krabs und so. Mhm. Inzwischen ist es so, wenn wir geixt werden, dass wir natürlich so durch die Folgen gehen. Ja, wie viel schafft man da? Die sind ja nicht so lang, gerade die SpongeBob-Folgen. Ja, das schafft man dann am Tag vielleicht 1,5 Folgen. Oh ja. Je nachdem, wie viel Text das sind. Es gibt ja auch Folgen, wo der nur am Quatschen ist. Dann gibt es wieder Folgen, wo mehr so Lautmalereien und Geräusche sind, wo gar nicht so viel Sprache ist. Das geht dann natürlich schneller. Ne? Geht aber auch wieder mehr über die Stimme. Die Schreierei und diese Lautmalereien. Ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Okay. Also das ist unterschiedlich. Genau, so SpongeBob und auch Winnie Pooh ist halt so klassischer amerikanischer Zeichentrick größtenteils. Ja. Aber dann kam ja irgendwann auch die Anime-Schiene dazu, also die japanischen Zeichentrickserien. Und ein Anime- und Manga-Serie, die diesem Genre hier in Deutschland ja zum ganz großen Durchbruch verholfen hat, war natürlich Dragon Ball.
Und eine der markantesten Figuren in Dragon Ball, das war er hier, Vegeta. Mhm. Am Anfang eigentlich ein reiner Schurke und Gegenspieler, hat sich dann im Laufe der Serie so ein bisschen entwickelt. Den hast du 35 Folgen lang gesprochen. Ja. Und dann wurde gewechselt. Was, weißt du, was damals dafür der Grund war? Es gab von den Zuschauern und von den Hardcore-Fans einen Shitstorm gegen die Synchronfirma. Weil wir haben uns orientiert bei der Besetzung, also die Firma, an der französischen Sprachversion. Aha. Und da hatte der Vegeta eine sehr helle, sehr weiche, sympathische Stimme, weil der nicht von Anfang an gleich der Oberbösewicht war. Und da war die Fallhöhe natürlich sehr schön, ne? Dass der plötzlich eben sich entpuppte als dieser Bösewicht. Und so ist die Besetzung mit mir zustande gekommen. Und die Fans, ich weiß nicht, da gibt es eben irgendeine asiatische Originalfassung oder was. Ja, muss es ja noch geben, japanische. Mhm. Und die haben wirklich sich alle beschwert und da Mails geschickt und alles gegen die Synchronfirma. Also es geht ja gar nicht mit der Stimme, die passt ja überhaupt nicht zu dem. Und dann bin ich umgesetzt worden. Das ist ja auch mal, also ungewöhnlich sozusagen. Ja. Normalerweise ist deine Stimme ja eine, glaube ich, die sehr gut ankommt und oftmals eher gefeiert wird, dass das dann tatsächlich so war. Und auch, dass die Firma darauf tatsächlich dann sogar reagiert hat. Naja, die haben richtig... Oliver Siebeck. Ja, ja. Und es ist sogar dann ein bisschen später noch mal eine Anfrage, dass dann wieder Fans auch fragten, sie wollten die alte Stimme zurück, also ging dann wieder zurück. Ja, weil ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre sogar ein bisschen geändert. Also ich glaube, mittlerweile ist das sogar ist auch deine Stimme, glaube ich, bei einigen sogar aus den ersten Folgen Kult. Und ich habe auch schon Stimmen gesehen, die sagen, dass die ersten Folgen die besser sind. Ja. Also mag sein, dass damals vielleicht die Mehrheit anders war oder einige Stimmen sehr laut waren, die zumindest protestiert haben. Denn mittlerweile ist das ein bisschen anders. Vor allen Dingen ist es wirklich auch ein großes Thema. Das ist übrigens typisch, dass gerade die Anime-Fanszene ist da sehr, sehr empfindlich. Es gab nämlich vor kurzem ja eine neue Version der alten Dragon Ball Serie, neu zusammengeschnitten, wo auch komplett neu synchronisiert wurde. Da war es dann wieder ein neuer Sprecher. Und da gab es einen Wahnsinnsaufstand. Ja. Und wir haben deswegen auch, wir haben ja damals auch einen Bericht darüber gemacht in unserem Sakura-Magazin, wo wir alle drei Sprecher mal vorgestellt und verglichen haben. Und da schauen wir jetzt nämlich noch mal kurz rein. Was der Kerl gesagt hat, war recht interessant. Das mit den Dragon Balls. Ja, dass sie einem jeden Wunsch erfüllen sollen. Wie wäre es, wenn wir uns wünschen würden, ewig zu leben, ohne zu altern? Keine schlechte Perspektive. Nein, vielleicht auch nicht. Ich sehe da eine Chance. Mit dem Schatz, dem Berühmten. Du meinst diese komischen Kugeln, die jeden Wunsch erfüllen können? Genau. Wir werden sie suchen. Willst du Raditz damit wieder lebendig machen? Quatsch, nicht so ein Müll. Mit dieser windelweichen Flöte will ich nichts mehr am Hut haben. Wenn wir diese Dragon Balls in die Finger kriegen, dann könnten wir uns ein ewiges Leben wünschen. Ich habe die ganze Zeit zugesehen. Du hast gewusst, dass du was ausbrütest und hast dich trotzdem in einen Super Saiyajin verwandelt. Du bist so ein Trottel. Jetzt hat sich der Virus nämlich erst recht in deinem Körper ausgebreitet. Unser Duell steht noch aus, Kakarot. Ich freue mich schon drauf. Genau, das waren mal alle drei Stimmen von Vegeta und es gibt da wirklich verschiedene Fangruppen für jeden sozusagen. Ist ein heißes Thema, die Anime-Szene ist da wirklich, was die Stimmenbesetzung geht, ja, also sehr lautstark, das hast du dann ja selber auch gespürt. Ja, kann man trotzdem sagen. Trotzdem hast du jetzt vor kurzem, warst du wieder im Anime-Bereich tätig, ist nämlich eine ganz witzige Serie, die heißt Danganronpa. Und ist auch wieder, ja, hat auch wieder eine recht absurde Geschichte, hier wird ein Haufen von Schülern eingesperrt in der Schule und darf sie nie wieder verlassen. Es sei denn, sie bringen sich gegenseitig um. Und erklärt werden ihnen diese Spielregeln von einem lustigen Teddybär, der gar nicht so lustig ist. Der gar nicht so lustig ist. Und den sprichst du. Ja! So. Das ist eine ziemlich schräge Rolle eigentlich. Ja, so, das ist aber auch gerade sehr reizvoll. Ja. Das macht viel Spaß. Das war eine abgeschlossene Anime-Serie in dem Fall. Und gerade, ich glaube, die Stimme, die Rolle gibt wirklich viel her. Gerade mit diesem Teddybär-Äußeren trotzdem ziemlich böse zu sein und ziemlich fies. Und deswegen kommt hier gleich der nächste Ausschnitt. Danganronpa. Ihr seid die vielversprechenden jungen Schüler, die die Hoffnung dieser Welt auf ihren Schultern tragen. Und um die wundervollen Werte der Akademie zu schützen und zu pflegen, habe ich entschieden, euch nicht zu gestatten, das Schulgebäude zu verlassen. Was? Was? Warte mal, wie... Das sehe ich anders. Solltet ihr euch fragen, wie lange ihr wohl hier bleibt? Also, der zeitliche Rahmen ist unbegrenzt. Im Grunde bleibt ihr für den Rest eures Lebens hier.
Das kann unmöglich Ihr Ernst sein. Wir bleiben hier? Für immer? Macht euch keine Sorgen. Wir haben ein großzügiges Budget. Es wird euch also an nichts fehlen. Davon redet doch keiner. Was ist mit unseren Familien? Ja, mach ich nicht mit. Entschuldigung, was ist mit den Stahlplatten in den Klassenzimmern? Sind die da, um uns einzusperren? Ganz genau. Ihr könnt den ganzen Tag so laut schreien, wie ihr wollt. Niemand wird euch hören. Verzeihung, aber wenn das, was Sie sagen, stimmt, haben wir ein Problem. Wir können doch nicht bis ans Ende unserer Tage in der Schule bleiben. Bis ans Ende unserer Tage? Was für eine Ironie. Jeder, der die Schule verlassen möchte, muss eine einfache Regel befolgen. Und die wäre? Ihr müsst einen Mord begehen. Es ist mir egal, wie ihr es anstellt, aber nur Studenten, die jemanden getötet haben, dürfen diesen Ort verlassen. So einfach. Ihr dürft stumpfe Waffen verwenden, erstechen, zu Tode prügeln, jemanden mit dem Schwert durchbohren, abfackeln, erschlagen, erwürgen oder sie einfach erschießen. Wisst ihr, was ihr mit Lachsen gemeinsam habt? Keiner von euch hat auch nur den Hauch einer Ahnung, was es mir für ein Vergnügen bereitet, zuzusehen, wie ihr euch gegenseitig abschlachtet. Eine verzweifelte Situation, in der sich die Hoffnungen der Welt gegenseitig auslöschen. Mann, ich bin ja so aufgeregt. Ist das Ihr Ernst? Was soll das? Warum sollten wir uns gegenseitig umbringen wollen? Ja, sie hat recht. Hören Sie auf, so ein Blödsinn zu quatschen und lassen Sie uns hier raus! Blödsinn? Was fällt dir ein, in so einem Ton mit deinem Direktor zu reden? Hör mir mal ganz genau zu. Von jetzt an ist diese Highschool dein Zuhause. Sie ist deine Gesellschaft, deine Welt. Seht es mal so. Ihr könnt absolut alles machen, was ihr wollt. Also lasst es ordentlich krachen! Ja, ist ziemlich kranker Scheiß, ne? Aber macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Je verrückter, umso lieber. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf das Dragon Ball-Ding da. Also das ist ja irgendwie, die Produktionsfirma tut einem ja leid letztendlich, weil die wissen ja gar nicht, was sie tun soll. Die eine Seite fordert so, die andere fordert so. Ja, sie wollen es ja im Grunde allen recht machen. Ja, man will es ja eben, man will es ja allen recht machen. Das geht nicht. Ach Mensch, das ist ja wirklich... Aber ist das denn, konntest du das denn gut wegstecken, dass welche gesagt haben, wir wollen... Ich war gar nicht böse drum, weil in den letzten Folgen ging es ja wirklich nur immer die Kämpfe und dieses... Ja, weil die Serie ist ja auf 300, 400 Folgen ausgedehnt worden und du hättest ewig damit zu tun gehabt. Ja, ja, also das ist, ich bin da, hab meinen Frieden damit gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Das passiert mitunter auch, dass man auch mal falsch besetzt wird. Also das kann ja passieren. Ich bin einmal auch ins Studio gekommen und hab dann eine Figur gehabt und hab dann gefragt, hab den O-Ton angemacht, der war viel tiefer. Ich sag, wie sind jetzt auf mich gekommen? Es war auch keine optische Ähnlichkeit. Irgendjemand hat gesagt, wir holen den Santiago dafür. Und dann haben wir da ein bisschen rumprobiert. Ich habe mich da runtergequält mit der Stimme. Und dann kam der Regisseur irgendwann raus und sagt, pass auf, Santiago, wollen wir uns gütlich einigen? Ich habe gesagt, selbstverständlich, was soll ich mich denn abquälen? Es gibt so viele Kollegen, die haben das Stimmvolumen oder die haben diese Stimmfarbe. Die müssen da nicht rumdrücken. Das hört sich auch entsetzlich an. Und ich habe auch keinen Spaß dran. Ja, na klar. Brechen wir das ab und ihr macht das mit einem anderen Kollegen nochmal. Da hat sich irgendjemand dann vertan, ne? In der Aufnahmeleitung bei der Besetzung. Kann ja passieren. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.